Herzlich willkommen zu meinem Video über den Bau meines Eierbot. Ein Zeichenroboter zum Bemalen von Eiern und Kugeln. Da das Video sehr ausführlich die Vorgänge darstellt, habe ich meist auf einen Kommentar von mir verzichtet. Die Vorlage zum Bot gibt es im Internet. Die Links dazu und auch Links zu den benutzten Bauteilen stehen in der Videobeschreibung unten. Beim Aufbau des ganzen Rahmens sollte es keine weiteren Probleme geben. Man sollte aber auf die Reihenfolge der Unterlegscheiben und der Federscheiben achten. Der Träger für den Servomotor und die Stifthalterung wird nur handfest angedreht. Erst nach einem Funktionstest mit allen Komponenten werden die Schrauben fest zugedreht.
Der Einbau der NEMA-Motoren geht ganz einfach. Ich habe zum Befestigen des Motors an dem Träger in der Mitte die kürzeren Schrauben benutzt. Auch der Aufbau der Kugellagerhalterung sollte keine Probleme bereiten. Die Halterung ist so gedruckt, dass man mit einem leichten Schlag die Kugellager fest einpressen kann.
Auch der Aufbau der Servo- und Stifthalterung ist einfach. Eventuell sollte man sich diesen Abschnitt einige Mal ansehen. Auch auf die verschiedenen Schraubenlängen ist zu achten. Ansonsten ist das Ganze problemlos zu bauen. Das war nun der erste Teil, der hauptsächlich den Aufbau des Rahmens und der weiteren Hardware gezeigt hat. In einem weiteren Video wird dann die Elektronik aufgebaut und die Firmware übertragen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es Ihnen gefallen hat, so geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Ansonsten können Sie auch meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank noch einmal und Salü aus dem Saarland.